werden eigentlich Daten gespeichert und wer kümmert sich darum, dass das alles seinen Gang geht? Das bespreche ich heute alles mit Michael. Hi Michael. Hallo. Was Spannendes sehen, ne? Auf jeden Fall. Unser Datacenter. Ganz genau. Dann komm mit. Kann so ein Datacenter denn an jedem beliebigen Ort stehen oder was gibt es da für Faktoren? Das kann nicht an jedem beliebigen Standort stehen. Fangen wir erstmal mit dem Umfeld an, ne? Wenn wir uns mal vorstellen, Erdbebenzonen, Überschwemmungszonen und so weiter, da sollte es natürlich möglichst nicht stehen. Klar. Hier zum Beispiel, der Standort ist ja bewusst gewählt, weil wir brauchen genügend Strom in ausreichender Menge. Also da, wo gute Stromanschlüsse sind, sollte es stehen und dann auch LWL-Fasern sind gute Telekommunikationsanschlüsse, so wie hier. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, ich sag mal Abwärmenutzung und so weiter, das spielt da auch überall rein. Das heißt, wenn es in einem Gewerbegebiet zum Beispiel steht, ist auch nicht ganz schlecht. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus und wie sieht dein Arbeitsalltag überhaupt aus? Unser Arbeitsalltag, wir sind ja mehrere verantwortlich für die Planung, den Bau und Betrieb von Datacentern. Also das geht los bei der Planung, zum Beispiel ein neuer Datacenter, wie wir es jetzt gerade vorhaben, aber auch der weiteren Ausbauplanung hier. Wir wachsen ja mit unseren Kunden modular mit. Das heißt, der Raum wird noch komplettiert, ne, werden weitere Schränke aufgebaut, Kundenanfragen beantwortet, also die Vertriebsunterstützung. Dann werden natürlich auch Kundenaufträge realisiert. Alles hier in den Schränken sind ja Kunden drin. Das heißt, da muss dann ein Schrank zugewiesen werden und die ich sag mal Spezialitäten dann, was der Kunde möchte. Zum Beispiel eine Leitungsschaltung von A nach B muss dann gepatcht werden. Stromversorgung muss angeschlossen werden. Dann haben wir das Thema Zutrittsmanagement. Das machen die Kollegen von mir. Jeder Kunde hat ja Zutrittsrecht bei uns und kriegt dann so eine Karte, wie ich sie hier auch habe. Natürlich eingerichtet und gemanagt werden. Und natürlich ganz wichtig die Überwachung unserer ganzen Technik, das Monitoring und dann auf Alarme reagieren. Und Bereitschaftsdienst gehört natürlich auch dazu. Also eine ganze Menge zu tun. Richtig.